Willkommen zurück zu Binding of Isaac und heute werden wir mal eine Runde mit Eden zocken. Mit Eden müssen wir nämlich noch Satan bezwingen. Ich hoffe, wir kriegen random ordentliche Items. Oh, der Head of Krampus. Was ist das hier? Das sind doch auch irgendwelche Sachen. Wir haben doch so einen Rucksack oder sowas, haben wir doch. Was ist das denn? Was haben wir denn da? So ein Kackhaufen. Ich muss eigentlich noch mal eben Platinum Gold aufrufen, fällt mir gerade ein. Nein, das ist Spotify, das ist falsch. GG. So, Platinum-Gott. Wollen wir mal schauen, was der Kackhaufen denn kann? Wie sieht der denn aus? Egal. Lassen wir das mal. Wir gucken mal, was wir so haben. Piggy Bank. Das wollte ich schon immer mal wissen, was das kann. 3 Coins when picked up. When you take damage, 1 or 2 Coins will drop on the floor. Okay. Alles klar. Das heißt, wir kriegen ab sofort halt nochmal Münzen, wenn wir getroffen werden. Ich muss sagen, Head of Krampus zu haben ist natürlich super nice, weil wir damit die Bosse easy klären können. Das ist überhaupt kein Problem für uns. Das war natürlich worth. Totally. Totally worth. Alter, was ist denn los? Wieso springen die denn so räudig weit? Poison-Bombs. Die hätte ich eigentlich gerne gehabt. Muss ich sagen. Die sind eigentlich nicht schlecht. Boss-Rush haben wir ja mit ihnen schon gemacht. Das war natürlich super nice. So, Speedball. Short Speed und Speed Up. Haben wir hier noch was? Nope. Wir können weiter. Ab in die nächste Ebene. Ebene pro Ebene. So, wir brauchen immer drei Bosse. Dann können wir. Oder drei Räume. Oh nein. Nein, nein, nein. Holy shit. Oh Gott. Heilige Scheiße, hat der Schaden gemacht. Ist hier ein blauer Stein? Nope. Okay, wir haben Head of Krampus. Das ist natürlich worth gewesen, da voll rein zu latschen. Oh Gott, ey, ich arme Schlimmes. Ich werde jetzt bestimmt noch gleich gekillt, ey. Gekillert! Jetzt müssen wir uns mal ein bisschen anstrengen und zusammenreißen. Könnte ich immer nur mit dem OP-Bild hier. Oh, wir müssen unbedingt weiterkommen. Der erste Schaden in dem Raum ist immer geschildert. Komm schon, gib mir Herzen. Jawohl. So. Da ist der Boss. Das war nice, würde ich sagen. Ups. Caddo Ninetales. Und der Boomfriend. Den nehmen wir mit. Der Dark Boomfriend. Der wandelt nämlich rote Herzen in blaue um. Und das ist ziemlich nice. Wir können einmal hier das Ganze wegsprengen. Oh. Okay, das ist also das Item, was wir noch haben. Okay, wir legen Scheißhaufen. Die Bomben sind quasi. Aber ein bisschen anders funktionieren. Und zwar machen sie unseren Nebel. Der slowt wahrscheinlich die Gegner. Müssen wir nachher mal ausprobieren. So. Oh, ein rotes Herz. Bumm. Nice. Also, wir haben 16 Münzen. Wir gehen mal zum Shop, würde ich sagen.
Das lohnt sich eigentlich immer. Dieses Board, das ist so eine Sache. Was kann das denn nochmal? Finde ich das jetzt hier so auf die Schnelle oder nehmen wir es einfach mal mit? Was kann das denn nochmal? Ah, es ist, da ist es doch. All future pennies, keys, bombs and hearts will drop in pairs. Does not work for soul hearts, nickels, dimes, cards and pills. Hearts. Das ist nicht schlecht. Vor allem mit dem Dark Boom Friend, weil alle roten Herzen jetzt auch in Paaren droppen. Das heißt, wir haben eine höhere Chance dann natürlich auch daraus blaue Her schwarz nee, blaue Herzen rauszukommen. So ist es richtig. Und dementsprechend sehr cool. Lohnt sich also volle Kanne, das mitzunehmen. Wir sind immer noch geschildert worden. Der erste Schaden im Raum ist ja immer geschildert. Es ist ein sehr cooles Item, weil man mit dem Item auch immer in den Sündenraum gehen kann, ohne überhaupt Schaden zu erleiden. Weil man erleidet ja keinen Schaden beim Reingehen und auch nicht beim Rausgehen. Das ist echt ein bisschen tricky. Zack, da seht ihr, alles in Paaren. Anscheinend die Trollbomben nicht. Da kann man ruhig mal den Dings benutzen. Den Hate of Krampus. Nice. Und? Zwei blaue Herzen. Yay. Das hat sich auf jeden Fall richtig gelohnt. Da haben wir eine schöne Combo hergestellt. Bin in die Stacheln reingelaufen, ich Depp. Oh, der Game Kit ist nicht schlecht, aber Head of Krampus ist natürlich super geil. So, gehen wir mal weiter. Es wird übrigens nach jedem Raum auch refreshed, also. Schade. Ah. Das ist so eine Broken Watch, glaube ich, ne? War das nicht eine Broken Watch? Hä? Okay, das ist wieder richtig tricky. So, ein paar Bomben. Ah, shit. Okay. Wir machen jetzt mal den Kampfraum, weil ich will nämlich beim Bossraum wieder mein Head of Krampus haben. Damit ich dann halt sofort da durchrennen kann. Weil Bosse sind immer nervig und dementsprechend. Komm schon. Get wrecked. Von. Oh ja. Guck mal an. Die werden so dösen so vor sich hin. Wenn man das Dösen nennen kann. Das ist natürlich lustig, vor allem bei der Piggy Bank. Oh, der Zehennagel von Mutti. Können wir mal mitnehmen. Kommt ab und zu mal der Fuß von Mutarona. Und stampft eine Runde rum. Also, mega fertig. What? Oh, der wollte mich ransaugen. Blablabla. Hey, furz mich nicht an, du Knecht. Ja, der hat tatsächlich echt den Laser of Doom überlebt. Das ist ein Wunder. Okay, wir haben keinen Dings bekommen. Oh, der Roid Rage. Speed und Range Up. Ich habe ehrlich gesagt kurz gedacht, das wäre ein Virus. Aber das ist ja der rote. Ganz schön creepy mit dem Fuß, ne? Ah, diese Fußfessel, die können wir mitnehmen. The Old Ball Chains.
Macht Schaden. Ich weiß gar nicht, ob es noch irgendwas macht. Roll. Da. Does not decrease your movement speed stat, but will cause you to become slower due to its weight. Der kann aber auch Schüsse blocken. Also dementsprechend gar nicht mal schlecht. Ich weiß jetzt nicht genau. Wir sind jetzt auf jeden Fall langsamer, so wie es aussieht. Aber wir haben jetzt eh Speed-Upgrades bekommen, also von daher. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch ein Schadensupgrade. Weil Leben haben wir ja. Schlüssel haben wir auch. Gib mir Blue Heart. Nice. Immer nur solche Dinge. Warum habe ich gerade nach oben geschossen? Weiß ich wahrscheinlich selber nicht. Ah, keine Bomben. Gib mir doch mal rote Herzen. Doppelt. Doppelpack. Okay, ich glaube, da war kein Fehler. Helfer ab. Nice. Nice. Oh, nur ein blaues Herz, aber okay. So, das ist wahrscheinlich auch ein Item, mit dem man häufiger Bomben bekommt. Ah, cool, hier ist das die gebaut. Nice. Nice. So, was haben wir hier? Zack, aufgesprengt. Ein Raum muss jetzt nochmal. Ah, okay. Haben wir auf jeden Fall schon mal beim Boss. Ach genau, man kann ja mit der Kugel. Ah, das habe ich ja letztes Mal rausgefunden. Man kann mit der Kugel hier so Steine kaputt machen. Kann man eigentlich auch mal machen, weil nur Hälfte ist hier. Lohnt sich nicht so sehr. Komm, don't jammer. Zack. Was ist hier oben? Oh. Ah, stimmt, wir haben ja jetzt zwei Bosse. Ah, da hätte ich eigentlich den Boss schon mal machen können. Nice. Was ist das? Libra, you feel balanced. Okay. Ich glaube, das ist ganz gut. Es balanced unsere Stats aus und jeden weiteren Stat, den wir finden, der teilt sich auf die anderen Stats. Das ist eigentlich nicht schlecht. Okay, Müll. Sind diese, mein Gott, Sprache. Das sind diese Explosive Forts, mit denen man. Oh. So, ein Curse of the Maze, ne? Doch nicht. Stimmt, wir haben den Secret noch nicht gefunden. Den Dings. So, was haben wir denn hier? Die Schaufel. Dann haben wir noch etwas, das habe ich auch noch nie gesehen. Das ist so eine Tafel mit roter Schrift. Da wollte ich auch mal wissen, was die kann. Jetzt muss ich die mal suchen. Das ist das hier vielleicht? Ist das Contract? Nee. Doch, das könnte Contract from Below sein. Nee, ich glaube, das ist es aber nicht.
oder? Missing Page 2. Okay, Missing Page 2. Evil Up, ein schwarzes Herz. When taking damage has a chance to activate the Necronomicon effect. When depleted Black Hearts deal damage to the entire room in a Necronomicon style. Okay, das heißt, wenn wir ein Necronomicon-Ding finden. Und jetzt ist das dieser Roboterkopf. Da frage ich mich allerdings auch, was das ist. Wo ist der denn? Das ist irgend so ein Roboterkopf. Der ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Wir werden den einfach mal kaufen. Gimpy, Sweet Suffering. Genau, damit können wir die Gegner, glaube ich, vieren oder so, ne? When getting hit, this item has a chance to drop a Soul Heart or Black Heart. Nice. Das ist natürlich cool. Health up! Ist übrigens nur so, wenn man nur ein halbes Herz, wenn man nur noch ein Herz hat. Also, wir haben jetzt einen ganz guten Run bis jetzt. Wir müssen ja mit ihnen Satan besiegen, ne? Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Ja, doch, Satan müssen wir besiegen. Eigentlich muss man immer mal gucken, was hier in den Dingern ist. Aber es dauert mir zu lange. Laser of Doom. Also, wir haben jetzt eine Chance, schwarze Herzen zu bekommen. Und wenn die schwarzen Herzen Schaden machen, haben wir wiederum eine Möglichkeit. Wenn wir mit den schwarzen Herzen Schaden machen, haben wir wiederum eine Möglichkeit, den Necronomicon-Effekt auszulösen. Was ja auch sehr strong ist. Super viel Schaden haben wir aber trotzdem noch nicht. Also klar, Head of Krampus, nice. Aber das ist doch das Einzige momentan, was uns so wirklich so ein bisschen im Damage upgradet. Nice. Das könnten wir ruhig mal mitnehmen. Müssen eigentlich jetzt so was wie Polyphemus finden, weil das bufft dann quasi alle unsere Stats. Okay, das war relativ easy. Halo Flies, nice. Das nenne ich mal eine ordentliche Protection. Mein Gott. Jetzt habe ich es aber auch mit der Sprache hier. Wie gesagt, der Dark Boom Friend ist natürlich nice, aber er gibt uns nur blaue Herzen. Das ist so das einzige Problem, was der hat. Oder was ich mit dem habe. Und leider kann man in diesem Teil, oder was heißt leider? Wir können uns auch Herzen geben auf Doom. In diesem Teil kann man nicht mehr als ein Maximum an Herzen von 12 haben. Das heißt, gehst du da hin? Nice, ein schwarzes Herz. Cool. Ja, schade. So, springen wir mal hier weg. Was ist das denn hier? Mysterious Candy. Das ist nämlich so eine Sache. Das weiß ich nämlich auch nicht, was das kann. Cause Isaac to create poops randomly. Gut, das brauchen wir nicht. Wir brauchen keine Poops. So. Ist das schon der Boss? Nee. Das ist noch nicht der Superboss. Die Mutti ist das noch nicht. So. Okay. Hat nochmal das schwarze Herz. Ah, wir wollten noch zum Shop gehen. Genau, der Shop. Okay. Schade. Muss auf jeden Fall gleich nochmal ein bisschen was in die Dings investieren. Der Steam Sale. So easy ist das. Na? Das ist aber komisch. Weil normalerweise besagt ja unser Item, wenn etwas droppt, droppen immer zwei davon. Geht aber wahrscheinlich nur bei Herzen, die ganz sind. So, gehen wir mal da rein. Der Adversary. Oh.
Heilige Scheiße. Was ist das denn? Oh mein Gott, was ist das denn für ein Vieh? The fuck? Holy shit. What the fuck? Oh mein Gott, das ist ja übel krank, Mann. Ich habe keinen Plan, was das hier kann, aber gut. Was haben wir bekommen? Growth Hormone, Speed und Damage Up. Wird natürlich aufgeteilt auf die anderen. So, und hier haben wir. Das ist tricky. Und zwar sind das schon zwei Guppy-Items. Und die nehmen wir auch mal mit. Denn zwei Guppy-Items sind schon gar nicht mal schlecht. Secret Raum. Holy shit, Dinger. Gut, gehen wir mal weiter. Hier unten lang. Boss Rush brauchen wir erstmal nicht machen. Das lohnt sich gar nicht mit dem. Momentan. Okay. Wir müssen eigentlich jetzt mal langsam so eine Donation-Maschine finden, damit wir die Möglichkeit haben, nochmal ordentlich was zu donaten. Naja. Donaten möchte der Perik. So, zack. Ich frage mich, ob man da trotzdem noch die Dinger bekommen kann. Schade. Ob man da trotzdem noch die Möglichkeit hat, diesen Durchgang zu bekommen, der nach unten geht. Das wäre nämlich sehr cool, weil da kann nämlich, können nämlich einige coole Sachen drin sein. So, wie gehen wir da nach oben? Fliegen wäre nämlich echt cool, wenn wir Guppy bekommen würden, das wäre natürlich Rippung. Okay, wir lassen es einfach mal. Ich weiß nicht, die Dinger kann man höchstens kaputt machen mal. Es sei denn, da kommt natürlich so ein Käse bei rum. Ah, die Kugel kann man aber so schlecht kontrollieren, ey. Okay, whatever. Wir gehen weiter. So. Die Tiefen. Holy moly. Kein einziges blaues Herz. Ganz schön arschig. Schlüssel, die hätte ich gerne. Aber okay. So, schauen wir uns mal an. Was gibt's denn hier? Eine graue Kiste ist nicht so nice. Okay. Easy. Easy, easy, lemon squeezy. Oh, der zieht mich ran. Der Räudige. Faith ab. Okay. Dann nehmen wir das mal mit. Haben wir eine höhere Chance, auch blaue Herzen und sowas zu finden. Da sag ich doch nicht nein! Sehr gut. Blau ist die Welt. Crack in the Sky. Nicht so cool. Zumindest nicht so cool wie Head of Krampus. Und Battery kann man mitnehmen. Ein Facecam. Oh, ernsthaft? Oh, das ist so arschig. Ich
hätte gerne ein bisschen mehr investiert. Okay, wir haben überall noch blaue Herzen. Ich glaube, dass wir diesen Run echt ganz gut dabei sind. Wow, hier sind sofort Doppelbomben. Okay. Head of Krampus ist wieder available. Okay, da ist... Okay, wir brauchen jetzt... Naja, mindestens noch ein... Raum oder zwei Räume. Oh, okay. Shit. Eigentlich müssen wir jetzt nochmal den Teufels bei dem Bossraum machen, damit wir Mutter sofort töten können. Aber wobei das auch nicht wichtig ist eigentlich. Boah, wir haben so viele blauen Herzen. Das ist echt nicht wahr. Gut, gehen wir einfach mal so zum Boss. Aufgekackert. Los, geht direkt, Mutti, auf Doom. Mutti auf Doom, geht direkt. Hey, 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 lach nicht. Immerhin bist du dead. Gedeadet. So, Speed Upgrade wirkt sich natürlich wieder auf alle unsere anderen Stats aus. Denn ich habe ja erklärt, vorhin haben wir ja so ein Zodiac-Item gefunden. Was uns unsere Stats so ein bisschen shuffelt oder balanced, eher gesagt. Was haben wir jetzt? Ja. Alles klar. Dann gehen wir mal weiter. Gehen wir mal weiter. Jetzt können wir eigentlich durchrennen. Curse of the Lost. Mm. Die Batterie ist eigentlich ziemlich cool, weil wir mit der nämlich die Möglichkeit haben, unser Item so aufzuladen, dass es zweimal benutzbar ist. Yay. So, und ich zeige euch das Ganze nämlich auch. Ja, am Anfang ist es grün. Und wenn wir es jetzt nochmal aufladen, ist es dann, glaube ich, orange. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, genau. Also man kann es bis zu zweimal aufladen. Das ist natürlich bei Head of Krampus extrem OP. Weil, ja. Das spricht, glaube ich, für sich, ne? Wenn man zweimal Head of Krampus benutzen kann beim Bossfight zum Beispiel. Das ist schon relativ broken. Wie der Profi sagen würde. Zack. Okay. Also im Herzen muss man sich, wenn man den Boomfriend hat, echt fast keine Sorgen mehr machen. Vor allem, wenn wir dann auch noch diese Teufelsraum-Items haben, die wir haben. Wo man, wenn man Schaden bekommt, zum Beispiel immer noch die Möglichkeit hat, auf blaue Herzen. Und den Halo Fleiß haben wir auch noch, Alter. Wir haben wirklich extrem gute Items. Fast, also mehr OP könnte der Run, glaube ich, gar nicht sein.
Sehr gut. Bombsaki. Nice. So, hier kann man wie gesagt immer reingehen. Sprengung. Sprengung. Was haben wir hier? Tears down. Bombsaki. Okay. Wo waren wir denn noch nicht? Hier oben waren wir schon. Hey, waren wir hier überall? Geht es da nicht mehr weiter? Doch. Die können gar nichts, die Viecher. Ich habe immer am Anfang gedacht, die hätten irgendeine Funktion, aber irgendwie haben die keine. Na komm schon. Du kleiner Gurken. Ups. Der Gürkling. Ist echt krass, dass diese Viecher hier echt keine Funktion haben. Außer irgendwie, ich glaube, wenn man gegenläuft, kriegt man trotzdem Schaden, aber ist ja bei jedem Gegner fast so. Nice. Okay, ab geht's zum Boss. Mr. Fred. Okay, das war dumm. Da habe ich ja Worst Case. Geht direkt, Mr. Fred. Geht fucking direkt. So, was ist das hier? Speed Up plus Size Down. Uah, cool, so schwer. So, was haben wir hier noch? Ah, die hat sogar Fragezeichen-Effekt. Was haben wir denn da? Ah, jetzt ist mein Steam-Ding gerade drüber. Tears Up. Bombsaki. Naja, gehen wir mal weiter. Müssen wir langsam eh mal beeilen. Hier, zack, zack, durchrennen. Ich will hier schnell zu Satan, dem Räudigen. Dann haben wir mit Eden wirklich schon eine Menge geschafft, also muss ich echt sagen. Ah, ist ein Boss. Ah, unser Schaden ist so bad. Das ist echt ein bisschen kacke, dass wir so wenig Schaden haben. Aber ich will mich nicht beschweren, wir haben ja immerhin Head of Krampus. Hilf ab. Nice. Bräuchten noch ein Guppy-Item. Aber das werden wir leider nicht mehr bekommen. Schade eigentlich. Tave up. Nehmen wir den mal wieder mit. Okay. Tears up. Die Pille will ich auf jeden Fall. Ach komm, leck mich. Ich mach's jetzt einfach so. Tears up. Full health. Explosive. Dünnschiss. Oh nice. Bloodclot. Mehr Damage und Range up. Alter. Ja, aber auch hier. Oh. Yay. Komm, wir sprengen mal ihn hier. Ich wollte schon sagen, war der Scheiß auch da nicht. Ein Boss. Alter, das ist doch mal so. Oh, wir haben ja unser Item noch gar nicht fertig. Naja. Egal. Isaac! Geträgt. Ich halt rein den ganzen Tag, halt ich in ihn rein. Ich muss sagen, Mutter hat sich ja echt verändert. Ist jetzt ein bisschen tricky. Aber wenn man sie ein paar Mal gemacht hat, ist sie echt easy. Easy for breezy.
Jetzt kommt der Laser. Aber nicht mit mir. So. Blaues Herz und ab in Satans Kluft. Kann man hier was wegsprengen? Nee, hier ist nichts. Schade. Schade, Popade. So, dann gucken wir mal. Easy. Peasy. Oh nice, eine Karte. Welche ist das denn? High Priestess. Oh cool. Ist gar nicht mal so bad. Hier kann ich ruhig mal das benutzen. Yay, ein blauer Stein. Explosive Diarrhea. Brauche ich nicht. Hey, Teratoma, wie geht es dir? Oh. Oh, ein Damage Upgrade. Temperance. Brauche ich nicht. High Priestess. Oh, ein blaues Herz. Das sollte eigentlich echt ein Easy Run werden. Komm ran, Krieg. Komm schon. Get. Direkt Geist. Leben denn noch eigentlich an? Okay. Easy. Okay. Gut. Ich will eigentlich noch mal kurz mein Item aufladen. Was haben wir denn hier? Health down. Take it. Was haben wir hier? Vielleicht noch mal ein cooles Item drin. Nee. Aber er hat auch nichts mehr für mich. So ein räudiger Boy. Nice. Jetzt haben wir beste Fähigkeit ever. Scheißhaufen auf Dünen. Holy moly. Autsch. Aua. Hallo. Warum trifft er mich denn die ganze Zeit? Bin ich komplett doof. Autsch. Ey, dieser räudige Satan. So ein räudiger Splasher. Zack! Rein in die Kiste. Das Outro kennen wir ja. Komm, hüpf rein. Nice.
Nee, oder? Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Schreibt fleißig in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Haut rein.